Fokus mit Weiss Haustechnik, jetzt neu auch in Emmen. Und Ulrich, Erlebnis von einem Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design. Und im Smart Center Kriens-Obernau, neu auch mit Mercedes-Benz. Willkommen zum Fokus, zwei Tage vor dem Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2014 hier zu Cham. Rund 9'000 Zuschauer werden am Sonntag in dieser Arena erwartet, wenn die besten Schwinger aus der Region um den Festsieg und um Kränze kämpfen. Noch wird natürlich überall geschafft, auch an dem Ort, wo wir zuerst vorbeigehen. Ja, das ist der Ort, wo die Schwinger am Sonntag zu oben nach ihrer Arbeit werden ankommen. Das ist der Gabentempel und wir sehen es, da hat es Ski, da hat es Glocken, da hat es Fernsehen, da hat es Messer. Also da kann jeder sich das Richtige aussuchen am Sonntag zu oben. Und verantwortlich für den Gabentempel beim Innerschweizer hier in Cham, das ist der Sepp Burch. Sepp Burch, wenn wir jetzt vor dem Gabentempel und vor all diesen Gaben stehen, wie zufrieden sind Sie mit all den Sachen, die gespendet worden sind? Ja, wir sind sehr zufrieden. Es ist eine wunderbare Sache geworden. Die Leute waren grosszügig mit uns. Und ich möchte an dieser Stelle gerade das benutzen und allen recht herzlich danken für ihre Grosszügigkeit. Was ist die besonderste Gabe, die es hier im Angebot hat? Ja, es ist ganz speziell in Erinnerung geblieben, ist mir die erste Gabe, die ich gesammelt habe. Das war gerade eine Truhe. Da bin ich total überrascht worden. Und ich habe, mein Ziel war, eine Truhe zu haben im Gabentempel. Und da habe ich gerade auf Anhieb bekommen. Sie waren selber auch aktiver Schwinger, haben 1981 auf dem Brünig triumphiert. Wenn ihr jetzt vergleicht zu eurer Zeit, als ihr geschwungen habt und heute ein Gabentempel, wie hat sich das entwickelt? Ja, vorwiegend hat es mehr Wertpreise gegeben. Früher hat es viel mehr Glocken und Holzpreise gehabt. Und das hat sich jetzt wirklich geändert. Also zu Gutscheinen, Bargeldpreisen, das ist ganz klar, hat sich das geändert im Verlauf dieser Jahre. Das kann ich auch nachvollziehen, weil Schwinger, die lange schwingen und Wohnung haben heute, dass irgendwie das Platzproblem ist und dass auch der Wandel auch mitgemacht hat. Jetzt bei anderen Schwingfesten haben wir gehört, die haben so viele Gabenspender gehabt, die haben sogar Spender müssen absagen. Wie ist das bei euch gewesen? Ja, bei uns ist es eigentlich auch gut gegangen. Wir haben nicht müssen absagen, wir haben dann einfach aufgehört, wo wir genug hatten. Wir haben noch ein paar auf der Liste gehabt, wir hatten welche Fragen, wo wir dann nachher nicht mehr gegangen sind, weil wir genug hatten. Herr Burch, merci vielmals und hoffen wir, dass der Gabentempel am Sonntag zu Abend dann nach dem Fest auch restlos leer ist. Ja, das hoffe ich auch. Nicht, dass ich noch Sachen heimnehmen muss. Das wäre super, ja. Merci vielmals. Ja, wir gehen jetzt einen Ort weiter und zwar an den Ort, wo am Sonntag zu Abend gut ein bisschen mehr nach den Fünfen dann wird die Entscheidung fallen und der Sieger vom Innerschweizer 2014 wird feststehen. Es ist das Herzstück von dieser Arena, die 7 Segmälerringe. Und genauer gesagt sind wir hier jetzt auf dem Platz 7, also der Ort, wo am Sonntag zu Abend, kurz nach der 5, dann der Schlussgang wird stattfinden. Bei mir ist jetzt der Bruno Werder, der OK-Präsident vom Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2014 hier zu Cham. Bruno Werder, 2 Jahre Planung sind vorbei, 2 Jahre Vorbereitung abgeschlossen. Hat es sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Aber mit jedem Tag, was näher auf den Sonntag zugeht, hat sich das gelohnt und sehr bewährt. Aber wir haben jetzt auch wirklich gemerkt, was für eine Dimension hinter einem steckt. Also das erste Jahr, wo alles auf dem Papier ist und die Ideen rum sind und langsam anfangen festgelegt wird, denkt man, ja, man hat eine Zeit eigentlich und irgendwann kommt der Punkt, wo man nachher die Realität ist. Und ich glaube, wenn man das sieht, so merkt man erst, wie eine riesige Mannschaft hinter einem geschafft hat und froh war um jeden, der geholfen hat, weil das muss einfach am Sonntag alles funktionieren. Man merkt, die Aufwände sind gross gewesen, die ihr betrieben habt. Und trotzdem, die Arena, das ganze Festgelände, ist ein bisschen kleiner als letztes Jahr, das Emmen 2013. Das ist eigentlich gerade ein bisschen entgegen dem Trend im Schwingsport. Ist das bewusst? Ja, das ist bewusst. Ich glaube, man muss immer eine Schwingerarena so auf die Gegebenheiten der Gemeinde anpassen, wo man die Infrastruktur hat. Und wir haben gewusst, vom kantonalen vor 3 Jahren, wo wir ja weniger bei 5'000 Zuschauer haben, gewusst, eigentlich, wenn wir das jetzt noch optimieren, also so mit 8'700 Plätzen, dass die richtige Größe ist. Man muss ja auch noch Zelt und andere Infrastruktur haben. Und ich glaube, das Wichtige ist schon, dass jeder Anlass etwas speziell sein und jeder soll für sich sein und die Größe ist entscheidend. Der Schwingerkönig Matthias Sempach ist am Sonntag nicht am Start hier zu kommen. Allgemein prominente Berner fehlen auf der Liste. Wie gross ist die Enttäuschung vom OK-Präsidenten über die Tatsache? Ja, ich glaube, so riesengroß ist die Enttäuschung nicht. Man hat immer gehofft, natürlich, aber man hat natürlich null Einfluss. Man hat sicher den Wunsch gehabt. Das ist natürlich immer ein Anziehungspunkt, wenn natürlich so einer kommt.
Und ich glaube, wir haben ja viele andere sehr gute Schwinger drauf. Und ich glaube, für die ist das auch gut, dass wir das gelassen haben. Was ist für euch das Wichtigste nach diesem Wochenende, dass ihr sagen könnt, das Innerschweizer 2014 zu kommen, das war ein gelungener Anlass gewesen? Ja, ich glaube, so wichtig ist, dass es im Schwingerbereich natürlich wirklich Überraschungen gibt. Dass vielleicht für einen ist, wo man jetzt noch nicht eigentlich so vorne war, dass der eine Chance hat, den Muni zu holen. Umgekehrt natürlich, als das Wetter top ist, das ist sicher entscheidend. Ja, keine Gewitter gibt, das wäre das Schlimmste, was man sehen kann. Und nachher eigentlich, dass die Leute am Abend zufrieden heimgehen und nachher alle Freude haben und sagen, wow, das ist ein einmaliges Erlebnis. Und ich glaube, das ist der grosse Wunsch. Und möglichst kein Unfall, nichts. Das ist das Zentrale immer eigentlich. Also. Wir werden danken für die Antworten. Wir lassen sie wieder springen. Es gibt ja doch auch die eine oder andere Sache zu tun, wahrscheinlich in den nächsten paar Stunden. Aber auch die danke vielmals. Schönen Tag noch. Ja, und wir verschieben jetzt an den Ort, wo Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Sonntag wird begleiten. Und zwar ist das das TV-Studio von Tele 1. Wir berichten am Sonntag über 10 Stunden live vom Innerschweizer Schwing- und Älplerfest. Hier zu kommen, zeigen natürlich alle Spitzenpaarungen in voller Länge. Verantwortlich für die Spitzenpaarungen ist der TK-Chef vom Innerschweizer Schwingverband, der Teddy Waser. Am Sonntag ist er das erste Mal überhaupt Kampfgerichtspräsident, muss also die Einteilung machen von diesen Gängen. Teddy Waser, wie sieht es aus mit der Nervosität? Ja, nervös bin ich eigentlich nicht. Die Freude für auf das Fest überwiegt die Nervosität. Und man freut sich wirklich auf den Anlass. Wir sind die Schwinger angeschaut, man hat die studiert und hat jetzt auch ein Ziel und will dem Publikum möglichst attraktive und spannende Gänge zu paaren. Und das werden wir in der Einteilung mit den 5 TK-Mitgliedern und mir sicher zum Besten geben. Einer der Top-Favoriten am Sonntag ist der Nordostschweizer Gast, Daniel Bösch. Wollt man ihm das Programm hier in Cham besonders hart machen? Ja, ich denke, das ist nicht das Ziel, dass wir ihn daher wirklich einfach brutal hart dran nehmen. Das sollte auch in anderen Verbänden nicht das Ziel sein. Klar ist er ein unsponnener Sieger, hat jetzt in der Nordostschweiz ein Fest ums andere gewonnen. Er hat sicher ein Herzprogramm, aber ich hoffe, er hat auch ein faires Programm. Wie wichtig wäre es für den Innerschweizer Verband, dass nach dem Sieg letzter von Bruno Giesler im Nordwestschweizer dieses Jahr wieder ein Innerschweizer würde gewinnen? Für den Innerschweizer Verband wäre natürlich das Schönste, wenn wir den Festsieg in der eigenen Reihe haben. Und ich selber bin überzeugt, dass unsere Schwinger, die super drauf sind, und wenn sie das zeigen, was sie drauf haben, steht eigentlich da nicht im Weg stehen. Wer ist aus eurer Sicht der Favorit aus der Innerschweiz? Ja, ich denke, wir haben ein paar Favoriten. Der Gebrüder Leimbacher, der Schuler Christian, der Ulrich Rees. Fono Bensch war ein bisschen verletzt, aber kommt morgen ein. Und wir haben auch noch sehr gute junge Talente. Wir werden den Sonntag am Abend, spätestens um 6 Uhr, sicher auch wissen, wer das geworden ist. Teddy Waser, danke für die Antworten und viel Erfolg bei der Einteilung am Sonntag. Ja, danke euch und ich wünsche euch auch viel Erfolg mit dieser Übertragung, die ihr hier für unseren Schwingsport macht. Danke. Ja, der Teddy Waser hat die Übertragung von Tele 1 gerade angesprochen. Es hat übrigens aber noch vereinzelte Tickets für den Sonntag da, dass man in der Arena könnte auch live vor Ort sein. Da muss man aber früh aufstehen, am Morgen an der Kasse kann man die noch kaufen. Für alle anderen, die leer ausgehen, dann heisst es nach der 7. Tele 1 einschalten, dann geht es los mit unserer Live-Sendung über 10 Stunden vom Innerschweizer Schwing- und Älplerfest hier zu kommen. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Sendung Kontrovers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend, einen guten Start ins Wochenende. Haben Sie es gut. Alle miteinander. Fokus mit Weiss Haustechnik, jetzt neu auch in Emmen. Und Ulrich, Erlebnis von der Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design. Und im Smart Center Kriens-Obernau, neu auch mit Mercedes-Benz.